One Energy Drink. Lege packt aus und lüfte das Geheimrezept von Red Bull, Monster und Co. Energy! So soll man sich fühlen, wenn man diese Getränke zu sich genommen hat. Ist ein Riesentrend, oder? Man will Energie haben, man will sich selber boosten, man möchte besser sein, man möchte schneller sein. Ja. Ich meine, so in den Clubs mit Red Bull und Wodka, total cool. Und du kannst die ganze Nacht tanzen. Habe ich auch mal gemacht. Bis ich am Sonntag gemerkt habe, meine Pumpe ist immer noch am Rasen. Und ich will endlich mal schlafen. Für Sebastian Grund genug, einmal zu schauen, was eigentlich in den Dosen steckt. Lege packt aus. Das riecht bis hier. Ich ertrag's nicht. Ja, Zucker pur. Die Dose auf, ne? Hier strömt mir gerade ein Duft in die Nase. Und vor allen Dingen sieht das alles aus wie eine Urinprobe, ne? Die Energydrinks der Industrie schmecken intensiv und extrem künstlich. Wenn ich die Reihe durchprobiert habe, dann fräse ich mit meinen Zähnen hier so eine Schneise durch den Tisch. Oh, da schüttelt es mich richtig. Warum schmecken die denn auch noch gleich? Also ich habe das Gefühl, einer hatte eine gute Idee. Jo, wir machen's nach. Tatsächlich unterscheiden sich auch die Zutaten der einzelnen Produkte kaum voneinander. Am Ende des Tages irgendwie alle gleich. Wie eine Limonade. Nur mit ein bisschen mehr belebenden Stoffen. Koffein, Taurin, Guarana. Alles, was ein bisschen wach macht, hauen sie oben drauf. Ein fürchterlicher chemischer Geschmack. Und wir denken, wow, das ist die Medizin, die ich brauche, damit ich richtig Power habe. Die Zutatenliste ist klar. Nur wie der typische Geschmack zustande kommt, daraus machen die Hersteller ein Geheimnis. Ich weiß nicht, was es ist. Scheint eine heilige Rezeptur zu sein, aber ich wage mich an den heiligen Gral der Energy Drinks, sie nachzubauen und dann zu sagen, wenn Sie Energie brauchen, trinken Sie doch mal meinen Drink. Die Zutaten für den klassischen Energy Drink sind vor allem jede Menge Pülverchen. Was brauchen wir als allererstes? Hier, ordentlich Zucker. Zucker, 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 Zucker. Reicht noch nicht? Neben Haushaltszucker kommt auch Glucose in den Drink. Glucose lässt den Blutzuckerspiegel noch schneller ansteigen und sorgt für einen ersten Energiekick. Damit das süß nicht so süß schmeckt, Zitronensäure. Erstmal für den Geschmack, aber auch für die Haltbarkeit. Alles, was sauer ist, wird nie schlecht. Und natürlich die beliebteste Zutat der Industrie, günstiges Wasser. Boah, schmeckt wie Limo, aber auch zu sauer. Ich muss noch mehr Zucker reingeben. Boah. Zucker in diesen Getränken ist ja der größte Energielieferant. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Für die Haltbarkeit gibt Sebastian Natron und Magnesiumcarbonat hinzu. Diese Zusatzstoffe halten den pH-Wert im Produkt niedrig und hemmen so das Wachstum von Mikroorganismen. Dann erwärmt Sebastian die Mixtur kurz. So löst sich der viele Zucker besser im Wasser und die Flüssigkeit wird wieder klar. Damit aus Limonade Energy Drink wird, fehlen aber noch zwei entscheidende Zutaten. So, wir brauchen noch den Turbo. Wir fangen an mit Taurin. In aller Munde. Habe ich schon überall gelesen auf irgendwelchen Energy-Drinks. Das riecht so richtig chemisch. So, Taurin ist drin. Mal probieren. Hä? Alle warten jetzt drauf. Schüttelt sich der Lege. Nö.
kein Wunder, denn eine belebende Wirkung von Taurin kann wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. Taurin ist im Wesentlichen beteiligt an Entgiftungsfunktionen in der Leber, gibt aber letztlich keinen Hinweis darauf, dass eine gezielte Taurinzufuhr den Menschen leistungsfähiger, gesünder oder in irgendeiner Weise entgifteter macht. Der Stoff lebt vor allem von seinem Mythos. Der entsteht im Zweiten Weltkrieg in Japan. Fliegersoldaten der japanischen Armee bekamen in dieser Zeit taurinhaltige Getränke verabreicht. Das sollte ihre Sehleistung und Konzentration verbessern. Der Energy Drink war geboren. Für die Industrie wird Taurin übrigens nicht aus Stierhoden, sondern synthetisch hergestellt. Eine aufputschende Wirkung hat der Energy Drink vor allem wegen der nächsten Zutat. So, Koffein. Mir wurde gesagt, 2 Tabletten reichen. Heute geben wir Gas. Denn im Energy Drink ist das Koffein der alleinige Wachmacher. Dass wir überhaupt müde werden, liegt am körpereigenen Stoff Adenosin. Das bindet im Gehirn an bestimmte Rezeptoren und hemmt so die Weiterleitung von Reizen zwischen den Nervenzellen. Koffein hat eine ähnliche Molekülstruktur wie Adenosin. Trinken wir einen Energy Drink, besetzt das Koffein diese Rezeptoren. Die Folge? Adenosin kann nicht mehr andocken und wir fühlen uns wacher. Noch fehlt Sebastians Mixtur das geheime Energy-Drink-Aroma. Aber er hat eine Idee. Schmeckt doch nach dem hier, oder? Energy-Aroma. Ich mache heute Energy-Drink-Aroma. Ich nehme nur die hellen. Wir wollen ja die Farbe noch beibehalten. Jetzt ohne Scheiß, ne? Das schmeckt original so. Wie die Industrie mischt Sebastian in seinen Drink außerdem B-Vitamine. Vitamin B3. Vitamin B12. Vitamin B6. Boah, Wahnsinn. Wenn das hier einer sieht, ne? Das sieht schon fast so aus wie so ein Drogenlabor. Und zum Schluss Vitamin B5. B-Vitamine sind tatsächlich wichtig für den Stoffwechsel und die geistige Leistungsfähigkeit. Eine kurzfristige Wirkung im Energy-Drink ist aber nicht erwiesen. Jetzt noch eine ordentliche Portion Kohlensäure. It's bubble time! Zack, ist der Energy-Drink fertig. Leicht überdosiert, aber sieht aus wie das Original. Riecht wie das Original. Verdammt. Mit aufgelösten Gummibärchen schmeckt es auch noch genauso. Und weil ich den jetzt getrunken habe, habe ich noch einen kleinen Freund mitgebracht. Jetzt geht es mir genauso wie ihm. Na, Lenke, was haben Sie heute gemacht? Energy Drinks. Und wie war's? Super. Hat richtig viel Spaß gemacht. Bei allem Spaß. Energy Drinks sind mit Vorsicht zu genießen. Neben dem hohen Zuckergehalt hat vor allem das Koffein eine nicht zu unterschätzende Wirkung. Die kann bei einer zu hohen Dosis zum Problem werden. Menschen, die zu viel Koffein konsumieren, müssen damit rechnen, dass sie nervös werden, dass sie Schlafstörungen entwickeln, dass sie Herzrasen entwickeln. Deswegen muss man letztlich mit der Koffeinmenge vorsichtig sein. Das gilt insbesondere für Personen, die besonders empfindlich für Koffein sind. Das gilt für Schwangere und für Kinder und Jugendliche. Die sollten idealerweise auf Koffein verzichten oder wenn, dann wirklich nur sehr kleine Mengen zuführen. Ein Energy-Drink enthält durchschnittlich 90 Milligramm Koffein, so viel wie eine Tasse Kaffee. Kinder und Jugendliche sollten pro Tag eine Koffeindosis von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht überschreiten. Einem 50 Kilogramm schweren Jugendlichen reichen dafür schon 2 Dosen. Der Verbraucherschutz sieht den freien Verkauf deshalb kritisch. Also überhaupt kein Problem, abends mal eine Dose Energy Drink zu trinken. Aber das Problem ist, dass
Energy Drinks eher in höheren Dosen konsumiert werden. Das heißt, wenn sich Jugendliche zu Partys treffen, dann bleibt es nicht bei einer Dose, bei zweien, sondern es werden vier oder fünf. Von daher würden wir es begrüßen, wenn Energy Drinks an Kinder und junge Jugendliche gar nicht erst verkauft würden, sondern erst ab 16 oder 18 Jahren erlaubt wären. Energy Drink oder Kaffee? Was ist euer liebster Wachmacher? Sagt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr noch mehr über euer Essen wissen wollt, dann abonniert die ZDF Besseresser und schaut in die nächsten zwei Clips.